Heute wollen wir die Firestarter Spoonroute ans Limit bringen. Das Wasser ist voll mit kleinen Brutfischen und die Räuber sind auf der Jagd. Deshalb verwenden auch wir kleine Köder, um hier im Fluss auf gerader Strecke einen richtig großen Räuber zu fangen. Ob uns das gelingt und ob unsere 80-Euro-Route diesem Druck standhält, seht ihr in der heutigen Sendung. Ohne Quatsch, seit einem Monat freue ich mich schon auf den Tag. Ich habe schon immer zu Chris gesagt, Chris, wenn die Spoonroute im Fachhandel ist, dann gehen wir los, dann angeln wir auf gerader Strecke. Leute, hier kann heute alles passieren oder auch nichts. Wir wissen es ja nicht. Ihr seid live dabei. Als allererstes müssen wir natürlich die Angelausrüstung zusammenbauen. Firestarter Spoonroute, Leute. Ab sofort im Fachhandel erhältlich. Das ist so eine Route, von der, glaube ich, viele Leute, die zum Beispiel eine Ultraboost Allround haben, werden sich diese Route noch dazu holen für ganz kleine, feine Köder. Ich möchte euch gleich zeigen, warum das eine echt gute Idee sein kann und warum ich diese Route so liebe, Leute. Geil. 1,80 Meter Länge, angegebenes Wurfgewicht 1 bis 4 Gramm für richtig kleines, feines Zeug. Ich habe heute Morgen noch eine Rolle rausgesucht für das, was wir hier heute vorhaben. Ich habe jetzt mal so ein Einsteigermodell hergenommen. Diver Ninja LT Rollengröße 2000. Normalerweise zum Forellenangeln am Forellensee 1000er Rolle. Wenn ihr im Fluss angelt mit Spoons, dann gerne eine 2000er Rolle. Die hat etwas mehr Schnureinzug. Dann bekommt ihr die Schnur straffer auf die Rolle gewickelt beim Einkurbeln. Und ich bin mega gespannt, was hier jetzt heute gleich passiert, Leute. Mein Plan für heute ist, wir werden mit kleinen Ködern eine gerade Strecke im Fluss beangeln, Leute. Warum kleine Köder? Weil wir jetzt sehr viel Brut um die 4, 5, 6 cm hier im Wasser drin haben und die Räuber sich auf diese kleinen Brutfische spezialisieren. Die Route ist montiert, die Rolle ist drauf. Ultraboost Barschkescher. Kescher muss immer bereit liegen. Wir werden heute verschiedene Köder ausprobieren. Erstmal Spoons, um hier oberflächennah zu angeln. Dann 4 Gramm Spinmets, vielleicht 6 Gramm Spinmets, um eine Etage tiefer zu angeln. Und dann, naja, mal gucken, je nach Gegebenheit, kleine Gummifische. Das ist hier meine Spoondose. Wir beginnen jetzt als allererstes mit dem Pinky. 2,5 Gramm, das ist genau das Richtige für trübes Wasser und Wolken. Okay, Wolken haben wir nicht, aber so ein bisschen Nebel und die Sonne, die steht noch sehr, sehr flach. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, in den Dämmerungsphasen mit auffälligen Farben zu fischen. Ja? 2,5 Gramm. Also recht leichtes Gewicht. Ich will erstmal testen, reagieren die Fische hier auf langsam geführte Köder. Wir lassen alles hier oben stehen, schnappen uns jetzt die Spoonroute, gehen runter ins Wasser und machen hier die ersten 10 Würfe. Ich bin ultra gespannt, was jetzt gleich passiert. Der erste Wurf mit der neuen Firestarter Spoonroute. Dann wollen wir mal. Oh, guck mal, da ist Aktivität. Hier auf der Steinpackung, da sind kleine Fische unterwegs. Siehst du das? Oh, und da vorne hat gerade was geräubert. Ganz, ganz dicht am Ufer, Leute. Fisch. Oh nein. Beim dritten Wurf mit dem Spoon gerade den ersten Biss bekommen. Hier vorne auf der Steinpackung, in der Kehrströmung, auf den Stein, 1 Meter vom Ufer entfernt. Da treibt es jetzt Futter an, da steht der Kleinfisch und da gehen auch die Räuber hin. So, ich werfe mal noch nicht zu weit. Ich werfe mal noch hier in den Nahbereich und wir gucken mal, ob da vielleicht noch einer steht. Fisch. Kleiner Barsch. Ist der erste Fisch ein Barsch, wird die Angelei sehr schön. Wir wechseln einmal ganz kurz den Köder. Ich will einmal drüben die Steinpackung runterfischen mit dem 4 Gramm Spinmet, Leute. Jetzt 4 Gramm Spinmet Pinky. Mit dem komme ich noch ein Stückchen weiter runter. Und jetzt fischen wir da drüben auf der gegenüberliegenden Seite die Steinpackung runter, von oben nach unten, und faulenzen den Spinmet über den Grund. Also 2 Kurbelumdrehungen, ankurbeln, absinken lassen. 2 Kurbelumdrehungen. Fisch. Ja, jetzt Fisch, Leute. Ein Mini-Zander, Leute. Kommt her. Guck mal, Leute, ein Mini-Zander. Auf den Spin mit 4 Gramm. Lehrbuchmäßig, ja? Steinpackung, Steinpackung, Steinpackung. Und am Übergang von der Steinpackung zum Kies, da unten, da stehen natürlich dann die Zander. Jetzt mit dem Spin mit. Und den habe ich jetzt einfach mal gefaulenzt. Also ausgeworfen, durchsacken lassen. Dann sinkt der Köder runter zum Grund. Das Spinnerblatt hier hinten dran, das dreht sich. Dann merke ich ja, bumm, der Köder kommt unten am Grund auf. Die Schnur fällt in sich zusammen. Dann mache ich 2 Kurbelumdrehungen, ziehe ihn wieder an. Und dann lasse ich ihn wieder angestraffter Schnur absinken bis zum Grund, sodass ich dieses Zickzackmuster bekomme und den gesamten Grund absuche. 2 Würfe noch, dann geht's auf die gerade Strecke. 2 Kurbelumdrehungen, absinken lassen. 2 Kurbelumdrehungen, absinken lassen. Anheben, absinken. Ja, und ihr seht wunderbar in der Schnur und an der Rutenspitze, wenn der Köder unten am Grund ist. Die Schnur fällt in sich zusammen, die Rutenspitze schnipst ein Stückchen zurück. Hier in der Spoonroute haben wir einen feinen Solid-Tipp vorne drin. Er zeigt euch das ganz genau an. Den Finger, den habe ich hier unten
an der Rolle auf dem Blenk. Damit kann ich das auch wunderbar fühlen. Fisch, ja. Jetzt. Oh Leute, das ist was Besseres. Jetzt besserer Fisch. Oh. Oh Leute, das gibt's nicht. Leute, damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Also, dass wir das mal wirklich schaffen, vor die Kamera zu bekommen, Leute, das muss ich ehrlich sagen, das ist geil. Zander auf Spinmat. Unten am Grund. Wie geil ist das denn bitte, Leute? 4 Gramm Spinmat Pinky. So. Und weg mit ihm. Herrlich, Leute. Ist das herrlich. An den Tag werden wir uns noch erinnern, Chris, oder? Zander auf Spinmat und das live auf Kamera. Ist mir bisher nur ein, zwei Mal geglückt, dass ich überhaupt einen Zander auf den Spinmat gefangen habe. Habe mich aber oft gefragt, ja, warum angelt man nicht häufiger mal mit dem Spinmat auf Zander? Der macht schön viel Druck unten am Grund. Vielleicht sollten wir das mal ganz gezielt ausprobieren. Wenn ihr da Lust drauf habt, dass wir das mal für euch testen, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Jetzt geht's weiter an der geraden Strecke. Gerade Strecke sieht auf den ersten Blick immer erstmal monoton aus. Ja? Wenn ich hier das Ufer runter gucke, man hat das Gefühl, hier ist gar nichts. Aber auch an gerader Strecke gibt es kleine Strukturen. Da reichen manchmal ein, zwei Felsen aus. Dahinter stellt sich dann der Räuber ein. Also wenn wir jetzt über Standfische sprechen, genau diese Plätze, die wollen wir gern finden. Hier vorne, da könnt ihr sehen, wie es so rausströmt. Da wird die Strömung gebrochen. Also da liegt ganz offensichtlich ein großer Felsen im Wasser. Dahinter, da kann gern mal ein Räuber stehen. Das da ist der Platz, Leute, den ich gerade entdeckt habe. Vielleicht steht dahinter ein Räuber. Oh Leute, ich bin so gespannt, ob wir hier gleich was fangen. Okay, also hier rechts scheint es viel zu flach zu sein. Hier ist kein Räuber zu Hause. Wir probieren es in die andere Richtung. Hier vor uns geht es relativ flach rein. Wir erkennen die Steine im Wasser und wir erkennen überall auf den Steinen kleine Brutfische. Das sieht auf den ersten Blick erstmal komplett langweilig aus. Aber da hinter den Steinen, wo es einen halben Meter tief ist, es reicht völlig aus. Da ziehen dann die Räuber lang und lauern auf Beute. Ich wechsle mal schnell auf den Spinmat. Hier vor uns an der Strömungskante, da stehen ganz viele Fische. Vielleicht steht da drunter ein Räuber. Wir testen es mal. Und jetzt kommt das Entscheidende. Mit der Spoonroute kann ich eine ganz dünne geflochtene Schnur fischen, die es mir ermöglicht, meinen Köder dort unten anzubieten. Das geht mit keiner anderen Route mit so einem leichten Ködergewicht. Würde ich jetzt eine Zander-Hechtrute verwenden mit einer dicken geflochtenen Schnur, dann ist die Schnur ja wie ein Segel. Da muss ich extrem viel Gewicht verwenden, damit mein Köder überhaupt da irgendwie runterkommt. Und dann bin ich einmal unten, dann drückt die Strömung von der Seite, zieht meinen Köder wieder raus, zieht ihn in die Steine raus. Unmöglich dort unten zu fischen. Das ist jetzt wirklich Angelei für fortgeschrittene Angler. Und deshalb liebe ich das Angeln mit der Spoonroute, die es mir ermöglicht, kleine Köder mit einer ganz dünnen Schnur zu fischen. Wie hat Kai immer so schön gesagt, kurbeln, hoffen, kurbeln, hoffen. Fisch. Ja, jetzt Fisch. Ach, wieder kleiner Barsch. Wieder kleiner Barsch, Leute. Also hier muss es Fisch geben, Leute. Hier muss es einfach Fisch geben. Hier direkt vor uns sind so viele Kleinfische. Ist der drauf geschossen? Also gesehen, wie der drauf geschossen ist, Chris? Geil. Nächste Fischart, Leute. Kleiner Mini-Rapfen, aber schön draufgeknallt. Direkt unter der Wasseroberfläche den Köder geschnappt. 2,5 Gramm Pinky. Bam. Schonhaken einfach zu entfernen. Schwuppdiwupp. Der darf noch wachsen. Leute, das ist Angeln an gerader Strecke. Guck mal, hier ist dieser Steinhaufen im Wasser drin. Das heißt, hier wird die Strömung so ein kleines bisschen gebrochen. Dazwischen sammelt sich die Brut und ein Stückchen dahinter, da lauern dann die Räuber. Und jetzt dürfen sie gern noch etwas größer werden. Aber schön, jetzt haben wir schon 3 Fischarten. Barsch, Zander und Kleinrapfen. Mal gucken, was noch passiert, Leute. Weiter geht's zum nächsten Platz. Chris, hast du den Rapfen gesehen, der den Kopf rausgestreckt hat? Hab ich hier drauf. Leute, der Fisch, der gerade da seinen Kopf rausgestreckt hat, der war richtig groß. Chris, ich habe kein gutes Gefühl mehr. Siehst du das an den Steinen, das Wasser fällt? Leute, ich möchte nichts Schlimmes sagen natürlich, aber guckt euch mal die Steine an. Wir haben hier extrem fallendes Wasser. Seht ihr das? Das mögen die Fische leider
leider gar nicht so gern. Mal gucken, was passiert. Aber kann sein, dass es jetzt extrem zäh wird. Steile Sonne, sehr helles Wasser und dazu noch fallendes Wasser. Das ist keine besonders gute Kombination. Letzter Versuch, dann ziehen wir um. Leute, ich muss ehrlich sagen, ist nicht doll heute. Klar, die ausgeprägten Beißphrasen früh morgens und am Abend, die haben wir natürlich trotzdem, auch wenn das Wasser fällt. Aber jetzt tagsüber fallendes Wasser, klarer Himmel, viel Sonne, das ist nicht unbedingt gut für die Fische. Ich habe aber noch zwei Ideen, vielleicht brauchen wir nur eine davon. Welche das ist, schauen wir uns jetzt an. So Leute, jetzt befinden wir uns anglerisch in einer extrem schwierigen Situation. Ihr müsst euch vorstellen, so ein Fisch ist ja ein Gewohnheitstier. Ja? Und der Rapfen, der hat hier irgendwo sein Revier und der hat da seinen großen Stein, wo er dann hingeht, wo er sich reinstellt. Der dreht vielleicht mal seine Runden, aber der steuert immer wieder die gleichen Plätze an. Wenn jetzt das Wasser natürlich extrem schnell fällt, muss er sich erstmal wieder neu orientieren, einen neuen Platz suchen. Dazu jetzt noch die Sonne, also die Beißzeit ist, denke ich, erstmal vorbei. Macht das Angeln jetzt für uns nicht leichter. Normalerweise würde ich an der Stelle sagen, okay, wir brechen ab, gehen einfach morgen früh nochmal los. Allerdings ist auch so ein bisschen mein Ehrgeiz geweckt. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde es gern mit euch noch eine Stunde probieren, denn ohne Fisch möchte ich nicht nach Hause gehen. Und ihr wisst ja, wie es manchmal ist. Petrus macht es spannend bis zum Glück und belohnt die Tüchtigen. Und von daher würde ich sagen, wir sind am nächsten Platz, aber erstmal aus der Jacke raus. Es ist tierisch warm geworden auf einmal. Also, wir greifen nochmal an. Meine Überlegung ist, hier ist so ein kleiner Einlauf, hier ist so eine kleine Unterbrechung. Wir fischen jetzt nochmal hier diesen Bereich ab. Kommt, das ist hier eine spannende Struktur. Vielleicht haben wir Glück und die Fische sind hier noch nicht weggezogen. Wir probieren das einfach mal. Ja, da ist auch Aktivität. Aha, also kleine Fische sind auf jeden Fall hier. Wir gucken, ob es hier auch was Größeres gibt. Vielleicht haben wir Glück hier an dem Spot, dass es hier unten etwas tiefer ist und dass hier vielleicht irgendwo unten am Fuß der Steinpackung noch ein Räuber steht. Ich gehe mal hier vorne auf die Kante. 4 Gramm Spinback, let's go, Leute. Wir gucken mal. Wir werfen jetzt mal diesen gesamten Platz hier, diese kleine Bucht, mit dem Spinback ab. Erstmal hier vorne im Flachen. Das Wasser ist ja doch sehr trüb. Ja, schöner Wurf. Boah, die stehen schon flach, die Fische. Stein. Na, irgendwas ist hier unterwegs, aber guckt mal, Leute. Okay, gut. Die Idee war gut. Irgendetwas ist hier unterwegs und macht hier den kleinen Fisch verrückt. Vielleicht ist das ein Räuber. Da war gerade der Biss. Das war eine Grundel, Leute. Das war eine dicke Grundel. Das hat's gemacht. Soll ich die Grundel fangen, Chris? Nein, Chris sagt, ich soll keine Grundel fangen. Gut. Oh, schau mal hier runter, Chris. Hier ist alles voll mit Kleinfisch. Siehst du das? Riesiger Schwarm. Wirklich kompletter Teppich mit Kleinfischen. Die Räuber müssen hierher gehen. Die Frage ist nur, wann. Räubert immer mal wieder was durch, aber das scheinen kleine Rapfen und kleine Döbel zu sein. Guck mal darüber, wo du bist. Was sagt dein Gefühl? Ja, hier scheint es Fisch zu geben. Okay Leute, die Idee war gut. Hier gibt es Beutefisch und hier gibt es Räuber. Wir müssen hier bloß noch den Köder im Wasser haben, wenn der Fisch hier nochmal durchschießt. Oh Leute, da hat einer Bock. Boah, das war was Großes hier. Oh, hast du den gesehen? Schöner. Mit Vollgas hier einmal durch, ja? Den würde ich gerne fangen. Ich brauche mal einen großen Köder, Chris. So Leute, Köderwechsel. 6 Gramm Spinnet. Wir probieren es jetzt mit mehr Druck. Ich denke, wir müssen uns noch mehr abheben von der restlichen Beute, die hier rumschwimmt. Okay, Kescher liegt bereit. Ich habe so Lust, dass wir noch einen guten Fisch fangen jetzt. 6 Gramm Spinnet, Captain. Trübes Wasser. Sonne. Wenn es schwierig ist, dann kommt es darauf an, alles richtig zu machen. Ja? Gefällt mir auch gut hier unten jetzt diese Ecke. Ja? Also ihr seht, hier unten kommt jetzt der Schatten von dem Baum hier vorn. Und wenn die Sonne ein bisschen rumzieht, kriegen wir noch mehr Schatten drauf. Schön ausdauernd jetzt hier am Platz bleiben. Und dann klappt das auch. Jetzt bloß noch das kleine Quäntchen Glück dazu, dass unser Köder in dem Moment im Wasser ist, wenn der Rapfen hier rumräubert. Ich hoffe bloß, der Fisch hat jetzt hier gerade nicht seine verspielte Phase. Bloß, dass er jetzt auch wirklich frisst. Oh, da war gerade ein Biss. Da war gerade ein Biss. Und da ist der Fisch. Und da ist der Fisch. Und da ist der Fisch. Und da ist er noch einer. Leute, wie krass. Es war die richtige Entscheidung. Jetzt zu wechseln auf 6 Gramm, Leute. Und guck dich die Route an. Guckt euch die Route an. Leute, das ist das große Finale. Akku alle. Speicherkarte voll.
im letzten Moment, wenn er dranbleibt, ist das das Finale. In der absolut größten Hitze, Leute. Die Sonne steht oben. Wir haben nicht aufgegeben. Das ist es. Fischer ist bereit. Oh, der Haken sitzt knapp. Der sitzt knapp. Sitzt ganz knapp, Leute. Guckt euch die Route an. Die ist krumm bis ins Handteil, Leute. Die ist krumm bis ins Handteil. Da ist er. Ganz träge. Habt ihr gesehen, wie der gebissen hat? Bumm drauf, ganz stumpf. Anhieb gesetzt. Und er ist dann einfach losgeschwommen. Es ist absolute Mittagshitze. Da muss alles sitzen. So, und jetzt der Trick. Darum sind Forellenrouten so kurz, damit man die Fische gut landen kann. Leute, guckt mal, der Köder ist raus. 6 Gramm Spinmet Captain für trübes Wasser und Sonne. Und jetzt der Finalfisch, Leute. Firestarter Spoonroute. Sehr zu empfehlen für alle, die sagen, im Sommer mit kleinen Ködern, wenn das Wasser voll ist mit Brut, auf die richtig dicken Räuber angeln. Der passt gerade so in den Kescher rein. Ist das ein geiler Hund. Und da hinten Räuber der nächste. Da ist er, Leute. Was für ein Finale. Richtig schöner Elbrapfen. Ich bin mega happy. Firestarter Spoonroute ab sofort im Fachhandel. Wir wollten die Route heute mal ans Limit bringen und ich glaube, das haben wir geschafft. Oder Chris? Route krumm bis ins Handteil. Und Leute, jetzt mal ganz kurz. Warum ich das Angeln mit der Spoonroute so sehr liebe, also zumindest wenn ich so freizeitmäßig jetzt irgendwie mal unterwegs bin, ja, einfach einen schönen Angeltag haben möchte. Die Route ist halt insgesamt sehr weich. Ermöglicht mir damit natürlich auch eine sehr dünne geflochtene Schnur zu fischen und eben auch sehr kleine Köder, also ultralight. Deshalb haben wir die Route ja genauso aufgebaut, wie sie ist. Hat hinten raus noch Reserve, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Thema für Angeleinsteiger. Also Angeleinsteiger, Finger weg, wenn ihr irgendwie ja, zum großen Fluss geht und ihr möchtet dort mit kleinen Ködern fischen, Ultra Boost Allround. Oder von mir aus auch Firestarter Barschforelle. Ist dann genau die richtige Route für euch, auch mit einer etwas kräftigeren Schnur. Aber für alle fortgeschrittenen Angler, die vielleicht schon mal ihre ersten paar hundert Barsche gefangen haben und sagen, Mensch, ich suche noch so eine Spaßroute, ja, mit der ich einfach kleine Köder fischen kann, auch im Sommer, auch wenn es vielleicht schwierig ist auf Barsch oder so, mal ein bisschen auf Rapfen, mal ein bisschen auf Döbel angeln kann, dann ist das einfach eine geile Route. Ich habe diese Route immer im Auto als Kombination zu meiner Ultra Boost Allround. Wenn ich dann sage, ich will mal 1,5 Gramm Spoons fischen, 2,5 Gramm Spoons fischen, 3,5 Gramm Spoons fischen mit einer dünnen Schnur. Warum geht das mit der dünnen Schnur nur mit so einer weichen Rute? Weil beim Anbiss von einem größeren Fisch kommt eine extreme Belastung auf eure Schnur und auf eure Knoten. Pam! Das ist das, was beim Anbiss passiert. Wenn eure Rute dann zu straff ist, dann kann es euch passieren, dass beim Anbiss, nicht im Drill, aber beim Anbiss, der Knoten durchplatzt. Deshalb 10er, 12er geflochtene Hauptschnur, gern mit der Ultra Boost Allround, mit einer etwas kräftigeren Rute. Wenn ihr sagt, ihr wollt sowas hier fischen wie wir heute, 0,06 mm vierfach geflochtene Forellenschnur, dann bitte macht das nur mit einer weichen Rute. Leute, was für ein geiler Angeltag. Und natürlich gibt es auch in der heutigen Sendung wieder etwas für euch zu gewinnen, liebe Angelfreunde. Und zwar, wie könnte es anders sein? Eine Firestarter Spoonroute. Alles, was ihr tun müsst, um am heutigen Gewinnspiel teilzunehmen, ist uns bitte jetzt unten in die Kommentare zu schreiben, wie ihr die neue Firestarter Routenserie findet. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder unsere Gäste wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Chris hinter der Kamera und Jens von Lieblingsköder.